Willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Train Fever. So, wir wollten die eine Strecke gestern als Straßenbahnstrecke ausweisen. Da, wo jetzt schon der Bus fährt. Also so. Ja. Machen wir es so. So. Und dann fährt er weiter hier hoch. Um hier runter und hier wegzufahren wieder. Toll. Da müssen wir das ganz kurz abreißen, um hier eins mit Tramgleis reinzubauen. So. Schon besser. Nee, ist gar nicht besser. Och nö. Was soll denn das? Probieren wir nochmal aus. Jetzt mal gerade hier doch rum. Das kann doch ohne sein. So. Okay, jetzt nochmal. Ja. Ja. Was? Ja. Ja. Und? Ja, geht doch. Warum denn nicht gleich so? So. Dann verteilen wir noch ein paar Haltestellen. Hier haben wir, hier haben wir. Warten wir hier nochmal zusätzlich. Und die verschiebt man ein kleines Stück. So. Dann können wir Linie 1 jetzt etwas abändern. Das war nämlich 29 weg. Weg. Das 23 können weg. Und die 5, 4, 3, 2, 1. So, das heißt, wir sind jetzt so. Wo kommt denn der Bus eigentlich her? Ach, von hier. Ach so. Scheiße. Das wird der. Ist natürlich Rotz. Machen wir es auch noch 17. Zack. 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 4. Fährt der ab sofort den Kreis hier. Das Einzige, was wir machen. Vorne gibt es noch zwei zusätzliche Haltestellen. So. Okay, dann neue Linie. Geht von hier. Das Stückel nach hier und zurück. Sehr schön. Das nennen wir Tram 1.
Da setzen wir uns gleich mal ein paar Fahrzeuge drauf. Das ist auch schlau, dass ich das Straßenbahndepot hier oben hingebaut habe, ne? Super. So, kaufen ein paar Trams. Stadtbahnhalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und dann nochmal nächster Versuch. Linie 2 kürzen wir ein. Und nehmen den weg. Dann müsste jetzt der 1 hier hüben sein. 1, 13, genau. Haltestelle hinzufügen. Den. Und dann den. Und nochmal den. Super, es bringt um meine Querverbindung nichts mehr, weil die Busse auch wieder alle hier lang fahren. Endlich, was wieder was bringen könnte. Und den ganzen Spaß mal ein bisschen aufrüsten. So. Dass ich das nicht schon viel eher gemacht habe, wundert mich eh. Na gut, hier lassen wir es so. Da ist schon ganz schön viel Mist, der hier lang fährt. Super. Alles wird schon gehen. Warum fahren hier plötzlich jetzt weniger mit? Müsste halt jetzt mit der S-Bahn mal umsteigen. Ist halt so. Alles, was wir machen können, ist da eigentlich noch einen zweiten Zug draufsetzen. Damit der ganze Spaß ein bisschen schneller vonstatten geht. So. Ich hab schon keinen Betriebshof nirgendwo, ne? Ich hab das hier aber. Hier ist denn die Strecke eigentlich? Hier ist die, ach, die hier ist Linie 6. Ich dachte, hier ist S-Bahn. So. Was habe ich da drauf sitzen? Genau, das. Ein bayerischer Personenwagen. 2, 3. So, jetzt nehmen wir die Linie 6 auch mal um in S-Bahn, damit ich ein bisschen durchblick. S-Bahn 1. Sehr schön, das wird funktionieren, das funktioniert so, 100%.
haben wir eigentlich für einen Takt jetzt auf der Strecke? 73 Sekunden und auf der hier 92. Hat sich ja doch ein bisschen geändert. Aber anscheinend stört es die Leute nicht, um mittendrin umzusteigen. Das war der falsche Zug, der kurz ankam. So, warten wir mal ein bisschen ab, wie das hier abläuft. Wie viele Leute hier warten, wie viele ankommen. Oh, manche laufen sogar. Verrückte Leute. Wenn die schon hier langlaufen, dann könnt ihr sich auch hier ansiedeln und hier wohnen. Ist ja eine schöne Gegend hier. Du hast eine Ruhe. Bloß einen kleinen S-Bahnhof und hier sowas in der Nähe. Züge kommen pünktlich, Busse kommen pünktlich. Der nächste Schwung läuft hier rum. Dass die Leute angelaufen kommen, ist auch scheiße. Sollen die gar nicht. Und die müssen mehr Busse kommen. Weil irgendwie transportiert die Züge schneller. Und jedes Mal ist ein großer Schwung. Brauchen 5 Busse für einen Zug. Im Endeffekt. Jetzt kommt gleich mal 2 hintereinander, ist auch nicht schlecht. Aber der nächste Zug wird auch gleich wieder kommen. Oh, was gibt's denn jetzt? Na, LKWs. Güter. Wie gesagt, hier kommt der nächste Sprung schon wieder. Mehr als 40 geht, ne? Das ist scheiße. Das heißt, wir müssen immer 5 Autos kommen. Wirklich, das muss ja. Geht nicht anders. Sechse können die mitnehmen sogar. Jetzt war es gut, dass so viele kamen. Wir können wieder genug reinkommen, weil ich. Der Zug wird voll sein mit 24 Leuten. Ah. Das geht schon. So, das ist die große Problemfallecke, weil was hier los ist. So viel Verkehr hast du nirgendwo. Eieiei, das ist ja echt schlimm hier. Alles klar, ich würde sagen, was hier los ist. Welch ein Chaos. Selbst hier ist das Chaos groß geschrieben. Jetzt kriege ich bestimmt einen Schock, wenn ich Cargo anmache. Ja. Ach, guck mal. Sehr schön, der produziert. Aber das soll ja hierhin produzieren. Ich will ja eigentlich gar nichts wegliefern. Mit LKWs. Das soll ja einfach so dorthin laufen, wo es hingeht. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.